Servus, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Games und Playtime und auch ein herzliches Willkommen im neuen Jahr. 2015 hat gerade erst begonnen und schon gibt es die ersten sehr interessanten Spieletitel, wie ich finde. Unter anderem erscheint nämlich am 20. Januar Resident Evil die HD Remastered Version und genau diese werde ich euch heute zeigen für den PC, erscheint aber auch für die Konsolen. Reiner Download-Titel, kostet knapp 20 Euro. Eventuell wird es auch eine Retail-Version geben, aber dazu haben wir jetzt auch noch keine näheren Informationen. Ich zeige euch heute quasi eine Review-Version, deswegen an dieser Stelle, was mir schon ein bisschen aufgefallen ist, die Umgebungsgrafik der Locations, die ist anscheinend in unserer Version noch nicht ganz final, denn die sieht noch nicht ganz optimal aus. Das sieht man auch an folgender Geschichte. Wenn man sich nämlich die Optionen ansieht, dann wird man nämlich sehen, wir können derzeit auch nur Full HD einstellen und auch noch nicht die 4K-Auflösung, die ja angeblich möglich sein soll. Also werden da sicher noch ein paar Einstellungen dazukommen. Trotzdem zeige ich euch jetzt, drehen wir jetzt schon ein Video, weil wir euch das natürlich passend zu unserem Review präsentieren wollen. Was man in der PC-Version aber schon alles einstellen kann, ist die Kantenglättung und auch Schatten- und Texturqualität kann man verbessern. Wenn man das eben möchte, ja, man kann das natürlich alles zurückdrehen, dann kommt auch richtig altes Feeling auf. Ein paar Worte zu Resident Evil. Dieses Spiel aus meiner Sicht hat das Survival Horror, was ja so ein bisschen als mittlerweile ist ein richtiges Genre ist, ich würde es gar nicht als Subgenre sehen, hat es mitbegründet, aus meiner persönlichen Sicht. Es gab natürlich auch Spiele davor und es sind dann auch Spiele danach gekommen, die sehr viel dazu beigetragen haben, dass es heute noch immer dieses Survival-Horror-Genre gibt, auch wenn es langsam, also vor ein, zwei Jahren sah es ja echt noch danach aus, als würde dieses Genre komplett zugrunde gehen. Jetzt gibt es wieder so ein paar Lebenszeichen, auch durch The Evil Within, dass man doch noch an diesem Ding, an diesem Genre festhält. Auch Resident Evil Revelations erscheint Ende Februar jetzt als Episoden, also in Episodenformat. Auch das wird mehr auf Rätsel und auf Horror-Elemente setzen. Es ist einfach schön, wieder mal dieses gute alte Survival-Horror-Genre, ja, einfach zu zocken, einfach zu genießen. Also ich bin damit groß geworden mit Resident Evil, hat mich sehr, sehr geprägt, habe das damals auf der ersten PlayStation gezockt, gab dann natürlich noch unzählige Ableger auf den GameCube, die GameCube-Version sah ja auch schon um einiges besser aus. Es gab, generell hat sich die Resident Evil-Franchise extrem stark entwickelt, also wenn man bedenkt, das Ganze hat begonnen mit einem Spiel, ja, was übrigens in vielen Teilen der Welt auch Biohazard heißt, also gar nicht Resident Evil, diese Franchise, Wahnsinn, also was sich da getan hat, also wie gesagt, hat mit dem Spiel begonnen und jetzt gibt es viele, viele Nachfolgerteile, also es gibt ja jetzt nicht nur Resident Evil 1 bis 6, sondern dazwischen sind dann so Sachen erschienen wie Code Veronica oder auch Revelations und weiß ich noch was, Spiele, die ich vielleicht gar nicht gesehen habe oder auch nicht gespielt habe, also eine richtig coole Geschichte und jetzt hat sich Capcom dazu entschieden, den ersten Teil, mit dem alles begonnen hat, in einer HD Remastered Version auf den Markt zu bringen, mit besserer, hübscherer Optik, mit einer angepassten Steuerung, sofern man das möchte und auch die Character Details wurden überarbeitet, aber es gibt auch Sachen, die mich ein bisschen stören, werdet ihr gleich sehen. Ich starte jetzt einfach mal ein neues Spiel und natürlich kein altes, weil ich möchte euch natürlich den Anfang des Spiels zeigen. Hier sieht man übrigens auch die Einstellungsmöglichkeiten, was man eben möchte, Breitbild, Original und die Steuerung modern oder original und dann kann man auch noch sagen, ob man Untertitel will, das ist dann halt jedem selbst überlassen. Ich lasse einfach mal Breitbild und modern, weil auf 21:9 sieht das so oder so schon schlimm genug aus, 16:9, 4:3 ist mir dann echt ein bisschen zu krass. So. Jetzt werden wir hier auch gefragt, ganz nette Geschichte, wie sollte ein gutes Spiel sein? Das ist so ein bisschen die Schwierigkeitsgrad, ja, wie Bergsteigen, erfüllend, aber eine Menge Arbeit, wie Wandern, das Ziel kann ohne Strapazen erreicht werden, wie ein Spaziergang, man kann entspannt den Tag genießen, so bin ich halt, ich möchte alles in Ruhe genießen.
Ja, wie im Original könnt ihr euch auch entscheiden zwischen zwei Charakteren, nämlich Chris Redfield und Jill Valentine. Die Story tut sich ganz ein bisschen anpassen an den jeweiligen Charakter, den man spielt. Übrigens ganz nette Geschichte. Man kann auch zwischen den neuen und alten Character Models wechseln. Also wer die moderneren Character Models lieber hat, aus welchen Gründen auch immer, der kann die moderne Variante wählen. Gibt's auch bei Jill. Ich fang mit Chill an und ich spiele Chill in Old School Design, weil sich das einfach so gehört. Und let's start the game. Und ihr werdet jetzt sicher genauso wie ich gleich ein bisschen verwundert sein. Alpha Team is flying around the forest zone, situated in northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team. Who disappeared during the middle of their mission. No, not yet, Brad. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. The Bravo team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris! Bravo Team's helicopter was a derelict. Save for the remaining body of Kevin. We continued our search for the other members, and it turned into a nightmare. This way. There are only three STARS members left now. Ich überspringe jetzt ein paar Szenen einfach, um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen. Ja, was viele von euch jetzt sicher, vor allem Fans, sofort kritisieren werden, was zur Hölle war das gerade? Was war das für ein Intro? Das hat doch überhaupt nichts mit den guten alten Resident Evil zu tun. Auch ich bin ehrlich gesagt ein bisschen erschüttert für all diejenigen, die es nicht wissen. Ihr könnt das auch sicher irgendwo auf YouTube mal nachgucken. Das echte Intro von Resident Evil wurde mit Schauspielern gemacht. Das war so richtig schön laienhaft, so wie man es auch aus C&C zum Beispiel kennt. Und ich bin echt erschüttert, dass man das Ganze hier jetzt ersetzt hat durch dieses billige
billige CGI. Wir haben auch bei Capcom nachgefragt, warum, weshalb, wieso das so gemacht worden ist. Haben bis jetzt leider noch keine Antwort darauf bekommen. Lag es an Lizenzgründen? Hätte man wieder die Schauspieler irgendwie entlohnen müssen für diese Geschichte? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sehr, sehr nervig und auch schade. Vielleicht hatte man auch das Videomaterial, konnte man das auch nicht mehr auf HD aufpäppeln. I don't know. Auf jeden Fall sehr ärgerlich, denn gerade dieses Intro war ein Mitgrund, das hat die Stimmung einfach auch ordentlich vorangetrieben. Naja, wie dem auch sei, wir sind jetzt in diesem Herrenhaus hier, oder hier beginnt das Abenteuer und ja, endet es auch wahrscheinlich. Und ihr seht die Qualität der Texturen. Also ich kann nur so viel sagen, das sollte eigentlich nicht so sein. Es sollte deutlich besser aussehen. Ich weiß aber nicht warum. Vielleicht liegt es an unserer Review-Version noch. Vielleicht kommt da noch dann, das hatten wir auch schon ein paar anderen Review-Versionen, dass dann kurz danach ein Update erschienen ist, dass dann die volle Qualität geboten hat, weil die Character Models und der Schattenwurf, das funktioniert alles, aber die Umgebung sieht so richtig scheiße aus, ja. Weiß nicht, ob das so soll. Sollte eigentlich nicht so sein. Ich habe extra ein paar Screenshots angesehen und hat man super geile Bodenreflektionen und weiß ich was gesehen. Und das ist hier ist einfach nur 2D-Grafik. Naja, wie dem auch sei. Hier eine alte Schreibmaschine. Zur Erklärung, in Resident Evil konnte man nicht einfach automatisch speichern, sondern nur eben bei solchen Schreibmaschinen. Und ja, das hat das Spiel schon etwas interessanter gemacht. Ja, wir überschreiben das Ganze. Wie ich finde, nach wie vor eine sehr spannende Geschichte, dass man da einfach nicht diese Auto-Safe-Spots hat. Wie gesagt, ich überspringe jetzt ein paar Videosequenzen, damit das Ganze flotter vorwärts geht. Ja, möchte ich. Man braucht auch übrigens diese Farbbänder zum Speichern. Die Menge der Farbbänder, das ist auch sehr abhängig von gewählten Schwierigkeitsgrad. Also ich habe jetzt hier 5. Normalerweise hätte ich eigentlich beim mittleren, glaube ich, sind es 3 und beim schwersten, glaube ich, ist sogar nur 1. Also da muss man dann schon entsprechend gut haushalten mit der ganzen Geschichte. Auch eine Frage, die vielleicht jüngere Spieler von euch haben, warum gibt es eigentlich diese blöden Türanimationen hier? Diese Türanimationen wurden damals verwendet bei der alten Konsolengeneration, weil die noch nicht so schnell waren, so Rechenpower her. Und damit wurden die Ladesequenzen quasi ein bisschen ja, überspielt. Ja, damit man nicht immer wieder so Ladevorgang sieht, hat man eben diese Türen eingebaut. So, gleich kommt eine Szene, die viele von euch kennen. Auch die wurde übrigens ein ganz kleines bisschen überarbeitet, werdet ihr wahrscheinlich gleich sehen. Also die Fans, die das Ur-Resident Evil gespielt haben. Ich laufe jetzt einfach weg. Ich weiß auch. Barry! What is it? Look out! It's a monster! Let me take care of it! What the hell is this thing? I found Kenneth killed by this thing. Let's report this to Wesker. Dazu kurz eine Anekdote, aber gleich dann nachher nochmal. Ich gehe dann nochmal in dieses Zimmer rein. So, Monster ist weg wieder. Hätte das Monster jetzt auch besiegen können, hätte aber nicht viel gebracht, weil wenn ich rauslaufe, wird es oder so erschossen von unseren Kollegen. So, Wesker ist verschwunden. Wir suchen jetzt Wesker. Und wie gesagt, also die Grafik sollte, die Umgebungsgrafik sollte deutlich hübscher sein als das. Ich weiß nicht, warum es bei uns noch nicht der Fall ist. Tut mir wirklich leid, hätte ich natürlich da gern diese richtige HD-Geschichte gezeigt. Man sieht auch hier die Spiegelung und alles. Ich verstehe es wirklich nicht. Naja, wir werden es sehen. Ich werde dann halt entsprechend ein Update in schriftlichen Bericht machen. Ah, schade. Wollte da. Ich
Wesker! Auch schön, wie man hier die Leute durch die Gegend schieben kann. So, jetzt laufen wir mal hier schnell so ein kleines Ründchen. Steuerung, sehr gewöhnungsbedürftig natürlich, ja, also im Vergleich zu den alten oder alten, sag ich, zu den neuen Resident Evil Filmen, sage ich schon, Spiele. Meine Güte! So viel Resident Evil. Too much Resident Evil! Zack, 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 runter. Ich glaube, das sollte reichen. Das Barry jetzt. Ja, jetzt können wir uns trennen. Wir bekommen Dietrich. Mir ist ja nicht böse gemeint, dass ich halt jetzt so ein paar Sachen wegdrücke, die weniger spannenden Sachen. So. Erkläre ich euch gleich, warum ich das hier so platziert habe. Oder werdet ihr auch besser gesagt gleich sehen. Wie gesagt, das sind halt alles so Kniffe, die lernt man, wenn man Resident Evil schon ein bisschen öfter gespielt hat. Weil in dem Spiel gibt es halt eine akute Munitionsknappheit und daher muss man wirklich fünfmal überlegen. Man hätte das... Oh ja. So. Jetzt erkläre ich euch auch, warum ich das hier so hingestellt habe. Na? Wo ist unser Zombie-Freund? Ah, da kommt er. Hallöchen. So, noch schön das Messer. So, weil hier erreicht er mich nämlich nicht. Und ich kann ihn bequem ausschalten. Muss ich noch schauen. Ach, wie ging das hier? Gott, Steuerung. Konnte man das nicht durch die Gegend hier schieben? Ne, man konnte das nur verbarrikadieren. Weil ihr seht, dieses glitzernde Teil da oben. Ich bilde mir ein, man kann es runterschießen. Aber naja, egal. Also egal ist es nicht, weil es dann noch wichtig wird, aber ich muss noch drauf kommen, wie ich das gelöst habe, dieses Rätsel. Nee, wir gehen mal in die oberen Räume. Ziemlich auch noch ein paar wüste Szenen. Mit Q. Ah, da ist ein Schwert. Ich weiß gar nicht, ich habe da einen Teil mitgenommen, bin mir aber nicht sicher. Ne,
Es ist okay, ist es doch noch nicht das hier? Okay, die ist verschlossen. So, das ist halt jetzt hier dieses typische Resident Evil Kämpfen. Ich bin keine Pussy, aber man muss halt echt vor den Typen weglaufen, weil Munitionsknappheit. Ah, da haben wir noch einen Dolch. Und ich will jetzt auch nicht zu viel Munition verschwenden. Na, nein, 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 werde ich. Sollte tot sein, ja. Woran erkennt man, wenn er tot ist? Wenn das Blut rausrennt. Aber hier konnte man, die konnte man doch abschießen, das Teil hier. Oder reicht es? Nee. Gott, wie war denn das hier wieder? Ich weiß doch, da. Ich mach's mal mit der Pistole. Nicht, dass ich jetzt einfach nur auf F drücken müsste und ich wieder mal die richtige Position nicht habe. Gott! Ah, nee, ich muss ich das runterstoßen, glaube ich, genau. Ach Gottchen. Genau. Ja, man kommt dann langsam wieder so drauf auf die ganzen Sachen. Und das sind echt Sachen, die werden einem nicht erklärt im Spiel. Nö, da muss man halt selber drauf kommen. Es gab aber eine Szene, wo man auch draufballern hat müssen. Naja. Tür ist verschlossen, ein Schwertsymbol ist eingraviert. Na, was für eine Überraschung. Seite verschlossen. Gab es da eigentlich jetzt noch irgendwas auf der Seite? Türen? Nee. Ach, gibt es noch dann so schöne Spooky-Szenen im Spiel? So, wo ist denn der Shit jetzt hier runtergekommen? Ah, Blödsinn, das war hier in anderen Raum, war das. Es ist runtergekommen. Stimmt ja. Blödsinn. Na gut. Genau hier. Natürlich nehmen wir Edelsteine mit. Genau. Genau, brauche ich einen Videorekorder. Den ich aber jetzt noch nicht habe.
Ah, Munition. Wie war das mit kombinieren, musste man das? Aber das mache ich erst, wenn die Munition knapper ist. Der ist irgendwie, glaube ich, nicht tot. Na gut. So, jetzt kommen wir zu den legendären grünen Kräutern. Ja. Was hat es damit auf sich? Ja, die grünen Kräuter sind zur Heilung da. Es gibt keine automatische Lebensregeneration. So, gemischte Kräuter. So war das halt in der guten alten Zeit. Die Kamera hat einen fertig gemacht. Gott! Ach ja. Weiß gar nicht, mit dem Gamepad geht es ein bisschen besser von der Hand als mit Maus und Tastatur, muss man an der Stelle auch sagen. Da ist ein fettes Zombie. Okay. Ist erledigt. Kombinieren mit Pistole. War so klar. Aber ich bin doch eh einmal schon angeschlagen worden. Genau. Es ist halt echt Wahnsinn, in diesen engen Gängen, da diesen Zombies auszuweichen. Irgendwie habe ich das Gefühl, die steht auf. Ja, man wird paranoid irgendwann. Wenn man das Spiel spielt, man überprüft echt alles viermal. Das ist erst der Anfang. Ja. Warte mal, das war doch auch hier eine Falle. Oder? Gott! Man muss sich eben entscheiden. Ja, was soll ich machen? Habe ich halt jetzt unnutz. Wie war denn das jetzt? Bin ich jetzt fix tot? Ja. Ja, da gab es auch irgendwie einen Kniff, dass das nicht passiert. Aber naja. Das ist halt Resident Evil. Man macht Sachen, es passieren Sachen und ja. Dann hat man Pech. Dann ist man einfach tot. Und dann kann man von neu beginnen, wenn man so wie ich jetzt einfach nicht gespeichert hat. Ja, habe ich das jetzt mit Absicht gemacht? Nein, nein. Ist aber ein wunderschönes Abschiedsbild, wie ich finde. Nein, ich habe es natürlich bewusst gemacht. Gibt natürlich auch hier Möglichkeit, dass das nicht passiert.
Ich wollte euch damit einfach nur zeigen, ihr seht, dieses Spiel schenkt euch nichts und das ist eigentlich das, was auch Resident Evil ausmacht. Ich finde, es ist eines dieser Spiele, das wunderbar gealtert ist. Jetzt nicht unbedingt von der Grafik und von den ganzen, das lassen wir jetzt alles mal außen vor. Grafik kann man immer aufpäppeln. Es geht um das reine Gameplay. Es ist halt wirklich ein Spiel, wo man überlegen muss und wo man sich auch ärgert, wenn man etwas falsch gemacht hat. Man probiert aus und man ist sich nicht sicher, was passiert. Ihr seht selber, man kommt in Räume rein, dort liegen die Leichen herum. Manchmal erhebt sich eine dieser Leichen, manchmal eben auch nicht. Es ist immer dieser Adrenalin, dieser, man hat, ja, es ist ein permanentes Adrenalin, Adrenalinrausch, so, ja, ein Adrenalinrausch, wenn man das ganze Spiel, weil man halt echt immer am Überlegen ist und auch, ihr habt es auch gesehen, gerade mit der Munitionsknappheit, man überlegt halt fünfmal, schießt man auf das Zombie oder spart man sich lieber die Munition für härtere Fights auf, dann ist halt auch wieder Problematik, ne, das Inventar ist beschränkt, also alle Sachen, die heute in modernen Spielen leider zur Gänze fehlen oder oftmals zur Gänze fehlen und daher ist Resident Evil für mich nach wie vor ein Kultspiel, ein Spiel, das man noch immer spielen kann und sollte. Fans des guten Survival-Horrors können definitiv bedenkenlos zugreifen. Fans der Serie sowieso auch, also die HD Remastered-Version zahlt sich auf jeden Fall aus. Wie gesagt, auch wenn ich es jetzt hier noch nicht final zeigen konnte, die Optik ist wirklich um einiges besser geworden. Könnt ihr euch ja die offiziellen Screenshots auch anschauen. Also da sieht man das sehr deutlich. Wie gesagt, vielleicht werde ich auch nochmal ein Update nachschieben zu dem Video hinsichtlich der Grafik. Im Großen und Ganzen ein tolles Spiel, ein fairer Preis, 20 € ist absolut okay, ist wie gesagt derzeit rein als Download, vielleicht auch irgendwann als Retail-Version drin, weil diejenigen, die es vielleicht ein Ticken moderner haben wollen, für die gibt es dann am 25. Februar die erste Episode von Resident Evil Revelations 2, werde ich euch natürlich auch zeigen. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben, Kritik ist natürlich ebenfalls gerne gesehen. Ansonsten könnt ihr natürlich auch unseren YouTube-Channel abonnieren, dann seid ihr auf dem neuesten Stand, wenn wir was Neues rausbringen, neues Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag noch und man hört und sieht sich im nächsten Video. Bis dahin, tschüdelü.